Also das sind so Hardcore-Momente. Wo müssen wir denn hin? Was kannst du machen? Mittel- oder Bugstation? Wir müssen ja eigentlich zum Bug, ne? Ja, und der Mittelstation ist dann, glaube ich, eine Nebenquest. Also erstmal zur Mittelstation. Jo. Alles klar. Gott, ich hasse diese Dinger. Warum habe ich wieder einen Sucherbot? Ach stimmt, die kann man ja jetzt... Okay, ich bin jetzt beim Zug. Neu platzieren. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Super. Mhm. Hoffentlich finden wir Munition. Nächster Halt, Kommandoturm. Hoffentlich kriegen wir eine Werkbank. Ah, ein Medipack. Muni. Ich hab hier Munition und ich hab hier ein Medipack. Na, immerhin. Das war's aber dann auch schon. Oh, super. Na denn? Mehr gibt's hier nicht. Was ist das hier? Achso. Ja, da aber gibt's hier weiter. Auch noch eine Tür. Mit Schlüsselkarte, die wir wahrscheinlich nicht haben, ne? Ich hab eine Schlüsselkarte. Das sage ich euch nur nicht. Ich tu mal so, als ob ich eine hab. Ja, ja. Ach stimmt, das war das Spiel, wo wir jetzt gegeneinander spielen, ne? Ja, genau. Ich komme nicht... Ach, verdammt. Du musst nicht immer extra überall klicken. Ich habe nicht gesehen, dass man hier bestimmte Wege nur nehmen kann. So. Jetzt aktivier mal. So. Quasi kein Problem. Hier könnte man sich trollen. Ja. Eine Bank! Juhu! Komm her, Schätzchen. Ich hab nur keine Sachen. Ich hab noch Medipacks drin. Ja gut, Medipacks, aber ich brauche so Sachen wie Munition. Damit kann ich auch nicht dienen. Schaden hinzufügen. Ja, Schaden ist doch... Nee, warte mal, Schaden ist doch hier Quatsch. Das brauche ich im unteren Tool. Oh Gott, ich kann mir nur fünf Clips herstellen. Nur! Ja, GZ, mehr als ich wahrscheinlich. Scheiße. Oh ja, Schaden definitiv draufpacken. Hm. Was haben wir denn hier jetzt? Ja, hier habe ich aber, warte mal, ich habe ja noch mehr. So. Hä? Okay. Oh Mann. Mal schauen, ich kann mir gar keine herstellen. Das ist cool. Hast du überhaupt jetzt noch Muni? Ein wenig. Ein wenig, das ist ja uncool. Den Mangel kann ich, den habe ich gar nicht in Erinnerung. Ja, wahrscheinlich sind wir einfach nur die besten Schützen aller Welt. Definitiv. Ich kann auch Sachen verkaufen. Die werden dann aufgeteilt in Materialien. Oh, hier ist die Schlüsselkarte zum Kommando. Das kriegt man... Zack. Ja. Ja? Nee, schon gut. Willst du eine Waffe demontieren? Nee, ich dachte ein paar Stase-Packs verkaufen. Und dann hätte man ja eventuell daraus Muni machen können, aber das denke ich mal eher nicht. Ne, die gibt ja nur so Matgill oder sowas oder EN-Bundler. Was haben wir hier? Munition! Ah, super. Na dann? Tut mir leid, Tucker. Aber du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Tun wir es nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Du wirst es nicht erfahren. Es tut mir so leid. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Nun ja. Los, Boss. Das hast du aber gehört, oder? Ja, das habe ich gehört. Finde Altmetall für mich. Oder irgendwas anderes. Ich habe einen ganzen Munitionsclip noch. Tatsächlich, den kann man am falschen Punkt absetzen, Tatsache. Also du hast ja normal so ein Radar, also wenn du rechts klickst, dann zielst du. Ja, mit ja, dem Bot, ich habe, ne? Das Radar habe ich gesehen. Und das schickt dich ja in eine Richtung. Ja. Und wenn du dann an dem bestimmten Punkt ankommst, wird es halt so ganz dreist pingeln und dir sagen, hey, hier will ich abgesetzt werden, dann finde ich viel Materialien. Ist mir egal, der soll suchen. Wozu ist der Suchabot, da? Ja.
Das war vielleicht mittlerweile Munitionsverschwendung. Ja, das könnte sein. Ich sehe dich. Schön für dich. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Na, wenn das der leichte Teil war? Der Typ ist mir voll sympathisch. Echt? Mir auch. Hier ist irgendein... Ach du heilige Scheiße! Boah! Kommen die genau unter mir runter, das gibt's doch nicht. So ein Spackvieh. Aber wenigstens lassen die jetzt Munition fallen. Unter mir runter. Alter, genau neben mir sind die. Und was hast du hier drin? Nur Munition hatte ich. Ah, immerhin gut. Ich hatte nur ein Stasepack. Von wo sind die bitte gekommen? Hatten die da rumgeklebt oder was? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jei. Jetzt braucht man nicht nur noch die Luftschächte im Auge behalten, sondern auch noch die Decke. Alles. Oh. Der Raum ist mir zu groß. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier in Armee das Gegenteil behauptet. Mhm. Mhm. Ja. Beware, trespassers will be blow. To it bits, aha. Hört sich schon mal sehr schön an. Vor allem extrem freundlich und höflich und alles. Und vor allem sind hier Bomben an den Lüftungsschächten. Wo? Da. Hier oben. Aha. Kann man da drauf schießen? Durchaus, ja. Oh, da ist die falsche Waffe. Muss man nur noch treffen? Nee, das war die falsche Waffe. Oh, das sind zwei Kisten. Da sind zwei Kisten. Muni und ein Medipack, naja. Ich hab nicht gesehen, was da drin war. Verdammt. Okay, dann wo müssen wir lang? Da durch die Tür wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, da ist auch ein sehr einladendes Zeichen auf dem Boden. Hm. Kann doch nur gut werden. Definitiv, ja. Gibt's da hinten noch was? Warte. Nur so eine lustige Stase. Hier geht's wieder runter. Dings. Ich hol die mal mit. Ah. Aua. Arsch. Hab dich. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Boah, GZ, Junge. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was ist denn das für eine... Kontamination registriert. Ach du Scheiße. Hygieneabregelung aktiviert. Sie ist wahrscheinlich schon tot. Da kommt noch eins. Zack, voll mit der... Oh, da ist auch eins runtergesprungen gekommen. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Alles gut. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Was? Okay. Ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Stimmt, wir müssen irgendwo etwas überbrücken. Ja, ist wunderbar. Während wir angegriffen werden, glaube ich. Aber wo? Vielleicht weiter unten? Ich habe Angst, einen Stachel hier loszulassen. Vielleicht unten an der Konsole? Ja, und da steht auch noch was. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung hörst aktiviert. Auf Start zu sein. Oh, verdammt, ist schon tot. Achtung, da vorne ist, glaube ich, nochmal was. Ja. Nein! So, stirb. Medipack, super, und das noch so ein Vieh. Nee, ist tot. Hier ist noch so ein Hundi. Hier vielleicht? Nein? Ach, nö, irgendwie nicht. Ne? Nein. Okay. Das bist du? Hinter uns, hinter! Wow! Verdammt, voll daneben geworfen. Mensch, stirb doch. So, was ist denn diese Scheißkonsole? Keine Ahnung. Da hier ist wieder ein Hundi. Altmetall. Ich sehe sie jetzt nicht, das ist das Problem. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Ja, ja, ich auch. Ups, das war zu nah. Vielleicht hier irgendwo. Ich sehe keine Konsole, das ist das Problem an der Sache. Boah, hörst du auf, mich mit deinen Stacheln zu tun? Ja, das ist natürlich jetzt super. Doch, da ist sie doch. Okay. Man muss halt ein bisschen blind sein. Ich versuch's mal. Böses Hundi, stirb, ich schieße jetzt in deinen Panzer, ob es was bringt oder nicht. Wo ist blau, wo ist blau, wo ist blau, da ist blau. Hörst du auf, mich anzukotzen? Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Da ist blau. Du hast auch angereiert. Shit. Fuck. Ich komme nicht zum Nachladen. Fuck you. Au, au, au. Achtung,
Ich muss das jetzt nochmal von vorne machen, du Kackvieh. Quarantäneabregelung aktiviert. Boah, das sind so viele. Hätten wir das Ding mal ein bisschen früher... Nein, das gibt's doch nicht. ...gefunden, hä? Okay, meine Muni hat sich verabschiedet. Hast du noch? Minimal. Ja, dann mach ich das Hacken mal. Okay, ich bin tot. Oder auch nicht. Also noch nicht ganz, aber fast. Ah, hör auf mich zu essen! Hör auf mich zu essen! Scheiße. Das ist nicht. Fuck. Okay, jetzt wissen wir mal, wo es ist. Das ist, jetzt noch nicht wirklich ein Fortschritt, aber wir wissen's. Ah, ja. Oh, ey, beim das letzten... Das passiert, wenn man zu viel Alkohol trinkt. So. Meine Todesanimation. Mann, dieses Mistvieh. Okay. Diese Mistviecher. Okay, dann tob dich aus und ich schmeiß hier dieses Stun-Ding dann hin. Okay. Also die Stase. Okay. Computer, Sprengstoff scharf machen. Puff. Ja, mach puff, 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 komm, hau rein. Zünden. Und die Musik ganz anschalten natürlich. Yeah. Jetzt lass mich doch mal machen hier. Kontamination registriert. Ah, das geht wahrscheinlich erst, sobald der Typ das sagt. Hm. Das ist schon ein Ex. Oh, das ist ein Kotzer. Oh nein. So. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Alles wunderbar. Ich bin eingesperrt. Da klettert aber einer weg. Muss eine Überwachung ja, sein. Ja. Okay. Boah, Mann, du Mistvieh. Ich drehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. So, alles klar. Komm schon, mach auf jetzt hier die Scheiße. Aha, jetzt hast du dir gestanden. Komm schon, stirb. Alter, jetzt lass uns doch mal hier ein bisschen rumfuhrwerken. Oh, da ist so ein Köter. Tot? Oh, da hinten war auch okay. Registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Komm hier drauf. Na komm, hau rein. Keine Zeit hier zu verlieren. Da unten steht noch was. Will nicht. Ne? Echt noch nicht? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich eine bestimmte Welle, also Welle erreichen, indem wir die Viecher töten. War hier nicht auch so eine... Da ist da auch noch so ein Teil. Oh, jetzt geht's. Jetzt kann man sie... Scheiß, decken. Voll daneben geworfen. Okay. Und ich habe schon wieder kaum Muni. Ich bin gerade voll geslowed. Hast du noch Muni? Wenig. Ich habe keine mehr. Quarantäneabregelung aktiviert. Ich fasse das Ding jetzt an. Hoffentlich kriege ich es diesmal besser hin. Komm schon. Blau, wo bist du? Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Ah, da ist es. Komm schon. Ah, da war es. Nicht wackeln. Okay, ist fertig. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Na klar. Machen wir. Okay, dann ruf du mal deinen Chef an, der ist schuld, so. Weißt du, dieser Typi, der mit meiner Freundin zusammen ist hier? Den Spacken. Ah. Alles aufsammeln. Boah. Mann, 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 Mann. Die Munitionsprobleme haben aber etwas. Ja, ist wunderbar. Das ist ganz toll. Ich fühle mich irgendwie wie in Dead Space 1 und 2. Hattest du da auch Muni-Probleme? Ich habe immer Muni-Probleme. Ach so, dann ist das ja für dich nichts Neues. Du hast doch den letzten... Hast du doch den letzten Teil gesehen? Stimmt, da hast du das auch. Und so geht das. Jetzt muss ich mit dem Plasma-Cutter spielen. Ah! Und so geht das ganze Spiel. Ich habe das nur mit dem Plasma-Cutter gespielt damals. Ich habe immer nur mit dem Plasma-Cutter und die Energiekanone. Aber ich glaube nicht, dass das auch schwer war. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Ja, klar. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Doch. Einfach draufschießen. Gar kein Problem. Wenn Gewalt keine Lösung ist, dann benutzt man einfach nicht genug davon. Genau. So, ja, dann... Wollen wir mal. Hinter uns. Dann machst tot. Bin dabei. Dann machen wir die Tür auf und dann kommt da noch was, ist klar. Ach, jetzt geh doch mal... Weg, du Kackding. Munition, das ist schon mal schön. Munition ist immer gut. Ja, du Spackbofatz. Ich wollte die Ecke. Ja. Ja, so langsam kriege ich den Dreh wieder raus, wo man hinschießen muss, wie viel Schuss so ein Vieh braucht. Aha. Ist es doch. Puff. Ja. Puff. So, am Arsch können wir die nicht besiegen. Anstatt das Ding auf der anderen Seite der Mauer zu befestigen. Ja, der ist wohl nicht ganz so helle, der Junge. Tja,
was passiert jetzt mit dir? Das finde ich ja sau fair. Okay, ich guck mal zu, wie du die in den Elektrostahl oder auch nicht. Ja, der kommt da sowieso. Okay. Hallo? Noch jemand? Ohne Fahrschein. So, wo haben wir jetzt das Ding? Da oben ist noch einer. Ah, da ist auch so ein Ding. Husch. Na komm, stirb. Okay, er stirbt nicht. Ich hab mal das Ding hochgezogen. Okay. Du guckst dir ganz elegant noch halbwegs zu. Da rechts hinter der Mauer. Oh, falsche Waffe. Falsche Waffe. Okay, aber getroffen. Ach, das ist ja über die Streuung. Irgendwann triffst du damit schon. Ja, sicher, aber ist halt nicht so. Ne? So, hier. Einfach mal so. Du hast meinen Stachel gestarst. Ist doch cool. Ja. Und da hinten ist andere Ding. Okay. Ich schmeiß gerade mal den Stachel rein. Munitionssparend, ja, so geht das. Stimmt eigentlich, ne? Kann man ja mal so tun, als ob. Ja. Bis wir wieder genug Muni haben und die verschwenden können. Richtig. Ja, das Blöde ist, man kann die Tür nicht aufmachen. Zack. So. Oh, geht hier auch wieder Action ab oder was? Hier liegen zwei Stase-Dinger. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, die holen wir mal mit runter. Klonk. Aber nicht ohne meinen Stachel. Wo ist meiner eigentlich? Der müsste auch da hinten noch liegen. Yay! Wer bedient den Hauptzug? Wegmacher. Ich mag die Boxen definitiv nicht. Welche Boxen? Diese Boxen. Human Remains. Oh, warum? Och, nur so. Hat das nicht funktioniert? Da hinten liegen die Stase-Dinger. Na, jetzt habe ich einen Stachel. Mistvieh. Mitten ins Gesicht. Aua. Wieso stehst du wieder auf? Du hast einen Stachel in der Fresse. Ja, das ist denen ja hier teilweise egal. Ja, aber das hier Don't say I didn't warn you. Epic-Stachel. Was steht das da? Er steht hier auf dem Boden. Er hat gesagt, wir können die Elektrizität nicht besiegen. Haben wir gemacht. Und jetzt? Oh, hier geht's weiter. Ja, klar. Macht auch Sinn. Zack. Ja, ich benutze mein Medipack und ich gucke mal ins Inventar. Mal gucken, was das sagt. Ein bisschen was von allem. Was steht hier? Your funeral. Nö, okay. Heute noch nicht. Ich will nicht unter die Erde. So. Beide erstmal abgeschossen, so ist es tot. Panikreaktion, ja. Fertig aus. Du nimmst gleich den ganzen Körper mit? Ich werde immer angegriffen von denen, wenn die schon tot sind. Er nimmt jetzt keinen Stachel mehr mit, er nimmt direkt den ganzen Körper mit. Ja, ich habe gar keinen. Achso, Stachel? Hier. Hat der noch mehr Stachel? Ich habe einen Stachel fallen lassen. Überraschung. Oh. Schätze, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Hör zu, steig in den Gravitationsfluss. Mhm. Oder hast du Schiss? Na sicher. Edwards hat eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Oh, ich sehe gerade, wie ein Sucherbot in die Bank reinklettert. Aha. Hatte gesehen. Also meiner war es, glaube ich, nicht. Oder also was? Ich habe auch keine Nachricht bekommen. Ich auch nicht. Naja, mach gut. Ich müsste ja wieder ein bisschen Altmetall haben, dann kann ich mir ja wieder... Okay, meiner ist doch zurückgekehrt. Rationspunkte? Was sind Rationspunkte? Meiner ist auch da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zwei. Ich habe vier. Was kann ich denn machen? Waffe herstellen, bauen, modifiziere, Teil, ausfahren. Schwerer oder kompakt? Was kann man denn hier so alles bauen? Der Schwere ist doch im Grunde besser, ne? Ja, da kannst du mehr Platinen reinhauen. Telemetriebolzen. Aha. Und das war's schon. Hallo? Unteres Tool. Unteres Tool kann ich gerade nicht. Ja, komm hier. Was ich basteln will. Oh, ich kann keinen Diffraktions... Oh, mir fehlen drei Altmetall. Dann könnte ich einen Diffraktionsring bauen. Und der macht? Geringe Reichweite, aber ganz viel Aua. Achso. Wobei der Kompressor, den du hast, wahrscheinlich besser ist. Der macht noch mehr Aua und hat mehr Clips.
Munitionskrebs. TPO. Ist das die Feuerrate? TPO? Ich hab keine Ahnung, kann sein. Schaden, Nachladen, Clip und TPO. Einen neuen Clip haben wir. Mal gucken. Clip hinzufügen. Oder nachladen. Shit. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt habe ich zweimal Knockback gebaut. Super. Ja, ich konnte die Gegner immerhin dauerhaft zurückschießen. Ja. Nee, TPO ist Tempo, er müsste. Ah, ja, genau, Tempo. Also Feuerrate dann. Clip. Ich kann mir nichts allzu Cooles bauen. Nein, ich irgendwie auch nicht. Ich behalte das, was ich jetzt hab. Dann ist gut. Vielleicht kann ich irgendwie noch hier anstatt ein Plasma kehren. Nö, nicht. Schade. Kann ich nicht. Ich hab auch nichts allzu Interessantes mit den anderen Kernen gerade. Aber wir haben noch ein paar Sachen gesammelt. Ah, ja. Zack, entfernen. Hydraulikantrieb. Ein Tool zum Schneiden. Nee. Ein Nahkampftool, das die Körperkraft des Benutzers verstärkt. Aha. Nö. Ich kann es auch irgendwie nicht auf die Dinger benutzen. Ne? Ich darf nur Tesla-Kern, Telemetriebolzen und Plasma-Kern benutzen.